Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, ich bin jetzt hier wieder in der versunkenen Grotte, stimmt sogar. Und ja, wir sind jetzt im ersten Gebiet hier, Eakrene, Elysia. Und ja, hoffentlich kommt jetzt hier eine Cutscene wieder irgendwie was. Und wir können uns wahrscheinlich wieder diesen Schwerttänzer stellen, ne? Damit wird der gesamte Part wahrscheinlich gefüllt. Diese Formel ist die Fortführung einer Formel, die wir bereits freigeschaltet haben. Das bedeutet, sich vermutlich eines der Formeln, die mit der Formel dort drüben verbunden sind, richtig? Eakrene sind durch Formeln mit ihrem jeweiligen Ort verbunden. Vielleicht haben sie also an jedem Ort Geräte mit Formeln gebaut. Golems, Formeln. Mich interessiert vor allem, wer den ganzen Kram gebaut hat. Und warum? Ich hab's. Was, wenn der Golem wieder zum Leben erweckt wird? Müssen wir noch einmal gegen ihn kämpfen? Vermutlich. Aber wenn das erforderlich ist, um das Schwert zurückzulangen, dann haben wir keine Wahl. Wir hatten von Anfang an keine Wahl. Kommt schon, auf geht's. Na gut. Oh ja, wir sind jetzt hier irgendwo. Alles klar. Ich habe immer noch die Fähigkeit hier. Wo ist es? Da, halber Schaden. Und ja. Das sollte den Kampf jetzt nicht so unglaublich einfach machen. Und ja, gucken wir mal, wie das dann jetzt abläuft, ne? Mal Raven rein. Weil warum nicht Flynn? Weil ich will Flynn steuern. Und nach, wir sind hier oben links, okay. Jetzt müsste da unten rechts ja eigentlich das Ding aktiviert sein, ne? Dann könnten wir von da aus wieder dahin. Ne, das ist ja voll dämlich. Muss ich ja jedes Mal. Egal. Wir müssen noch dreimal gegen den kämpfen. Dann füllen wir den ganzen Part hier mit diesen Typen. Alles klar. Der war Level 50 letzte Mal, ne? Das heißt. War der hier? Nee. Doch. Ich weiß nicht. Magisch, glaube ich. Oder komm schon, da Schwerttänzer 50 und so waren seine Werte. Mal gucken, ob der jetzt stärker geworden ist. Naja, die Barriere ist weg, also oh nein, seht nur, die Barriere verschwindet. Ja, nicht schon wieder. Dieses Licht ist das gleiche wie vorher, aber du hast jetzt eine andere Farbe. Der Golem wird wieder zum Leben erweckt. Und er sieht völlig anders aus. Er hat mehr eher absolviert, um stärker zu werden. Oder waren das wir, als wir die Formeln aktivierten? Pass auf! Ich kann dir dieses Schwert nicht überlassen. Ich werde es dir zu gegebener Zeit wegnehmen. Das ist eine sehr nette Untermalung, um zu sagen, ich klaue dir das Schwert. So, er haut jetzt wahrscheinlich voll irre stark zu, ne? 55, okay, das geht noch. Au. Da wir haben jetzt halbe Schaden, das heißt, der Kampf sollte jetzt ein bisschen, Alter, der macht jetzt schon viel zu krasse Sachen. So. Ist eigentlich voll dämlich. Er wird noch eine Herausforderung, habe ich so ein Gefühl. Oder wenn wir gegen den finalen Boss kämpfen, dann weiß ich nicht. Ich habe schon geplant, wir tun unsere Ausrüstung ablegen. Und ja, tun halber Schaden aktivieren, damit der Kampf nicht zu einfach wird. Und ja, also man kann ja noch, oh, warte mal, ich vergesse, vielleicht mal klauen, ob nicht eine Waffe, die ich noch nicht habe. Dann egal, Dämonenzahn eingesetzt. Okay, ich kann dich nicht beklauen, wenn du mich die ganze Zeit, Alter. Vielleicht hatte ich doch nicht halber Schaden einsetzen sollen, weil der Kampf sieht ziemlich nervig aus, ey. Sentinel plus 1, das haben wir glaube ich auch schon. Alter. Okay, der macht mir gerade ein bisschen zu viel Stress, ey, mit seinen ganzen Rumgewirbel hier. Kann ich auch hier. In die Fresse.
Aber egal. Da wesen sie ein bisschen beschäftigt und haben eine Herausforderung. Ich habe keinen Bock, den hier niederzunähen. Der soll ja eigentlich eine Herausforderung wahrscheinlich sein, ne? Wir sind 20 Level höher, ey. Und wir kriegen trotzdem noch voll auf die Fresse, habe ich so Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich hätte den schon viel früher bekämpfen können, aber ja, so ist. Ich meine, ich habe doch schon mal die ganzen Dinger untersucht. In die Fresse. Drück doch R2. Ich habe jetzt ungefähr 3-4 Mal R2 gedrückt. Ne? Er hat nicht ein einziges Mal gezählt. Er hat ja immer noch voll viel AP. Aber hau ich den die ganze Zeit wie blöde. Okay, vielleicht hätte ich doch nicht halber Schaden machen sollen, weil es wird hier alles viel zu lange dauern wahrscheinlich. Ich hätte ich einfach nur schwächere Waffen ausrüsten sollen. Ja. Ich meine, wir haben trotzdem noch Kontrolle über den Kampf. Ja gut, ja, guck mal hier. Wen jonglieren, ey. Überlimit, was? Hat er vorher nicht, glaube ich. Er tut mir ein bisschen zu sehr rumzappeln nach meinem Geschmack, ey. Ah. Beim nächsten Mal nehme ich halber Schaden raus, ey. Gegner schon so nervig irgendwie. Er kann auch dagegen abwehren. So. In die Fresse. Was? Ich habe doch X gedrückt, ey. Zählt doch auch, wenn er... Boah. Voll viel Schaden, ja. Hätte ich anrichten können gegen den. Ja, irgendwie bringt halber Schaden nichts. Er tut den Kampf eigentlich nur in die Länge ziehen, ey. Ich meine, er macht jetzt auch nicht so unglaublich viel Schaden. Ja, nächstes Mal kommt halber Schaden raus. Dann wird er wahrscheinlich wieder 5 Level höher sein, ne? Nehme ich jetzt mal an. Hi. Alter! Alter, chill doch mal! Weil ich hasse so Gegner, die für so am Rumwirbeln sind, ey. Ja, gut, komm. Oh. Verstehe ich, wie meine computergesteuerten Charaktere immer schneller irgendwie ihre TP verballern. Hey. Dann gehen denn deine Angriffe, ey. Ja, oh, ich mache ja nichts Schaden, ey. Nee. Zack. So, Papa, nehmen. Nochmal. Zack. So. Oh, 666 Angriff. Schaden, meine ich. Geht hier eigentlich. Gott, der Kampf, der wird tot langweilig, habe ich so ein Gefühl. Lass ich mal heilen, repeat. Alter, und jeder Schlag haut uns hier voll weg. Ey. Der macht irgendwie 20 Schläge irgendwie hintereinander. Dann haben wir ja einfach Schaden, ey. Nicht noch mal beim nächsten Mal, ey. Da gibt es richtig auf die Fresse, pass auf. So ja nicht, ey. Weil wir ketten den ja so oft irgendwie. Nicht so, als wäre irgendwie der Schaden ja wichtig.
Ja, okay, ist gut. Oh. Ja, richtig nervig. Komm her. Ich glaube, ich sollte mal eine Spezifik oder irgendwie so was einsetzen. Das Gummi. Ja, Raven, du als erster. Da kannst du wieder zaubern. So gerade ihn Auge halt, habe ich mir nur eingebildet. Ah, boom. Er hat noch so viel AP. Ey. Oh mein Gott, ey. Oh, bleib doch mal stehen, ey. Alter, ist doch mal gut. Ey, ich komme gar nicht an ihn heran, der hat zu lange Arme. Er greift mich schon an, bevor ich irgendwie an den rankomme. Irgendwie schwächen oder so, nee. Gleich erstmal die Hälfte seiner AP abgeschlossen. So. Ja, wenigstens kann ich den die ganze Zeit angreifen und jeder Schlag macht den auch irgendwie so, bringt den irgendwie so zum Stare an irgendwie. Oh. Ding sein, das nicht Heilkreis, wie auch immer, Schutzfeld, mein Gott. So, das alles nur, weil ich diesen einen Boss hier letztens voll einfach weggehauen habe und hat keinen Spaß gemacht hat. Da muss ich eine Herausforderung suchen. Treffer wir haben, ey. Er ist nicht voll schnell ketten, ey. 59 Treffer. Oh, 62. Okay, ich will überall mit einsetzen. Alter, hörst du jetzt mal auf? Oh, komm her. Diesmal möchte ich das nicht vermasseln, wenn es geht. So, komm her. Mystisch hart. Ins Gesicht. 49 Treffer. Ja, trotzdem nicht so viel abgezogen. Ey. Und dann macht er einfach, kommt wieder, greift mich an. Also voller lächerliche Angriffsmuster, ey. Okay, langsam. Oh. Hey, okay, wenigstens habe ich eine Herausforderung halbwegs, also so schwer ich mich ja eigentlich. Er tut mir viel zu viel herumflippen irgendwie, das geht mir voll auf die Nüsse. So, hier. Das Teil braucht auch langsam. Ins Gesicht. So, vielleicht macht unsere jetzige Gruppe irgendwie voll wenig Schaden oder so. Oh. Muss ich da meine an, ey. Ja, voll unnormal. Ich mache einfach 20.000 Kombos hintereinander. Ich glaube, das ist ein Papier Repeat. Egal. Ja. Ich auch nicht aus den seinen Angriff rauskomme. Doch einfach. Er hat einfach nicht auf anzugreifen. Ich muss einfach blocken.
Komm her. Ich im nächsten Kampf gar nicht mal so schlecht, wenn ich schon so überpowered bin, ey. Wäre richtig nervig gewesen, ey. Auf 20 Level runter, ey. Ich meine, der ist Level 55, ne? Wir sind jetzt was, Level 71. Wenn ich mit Level 55 gegen den angetreten wäre, wäre absolute Horror gewesen. Nein, danke. Mag von der Herausforderung, aber Gott. Wir haben uns dann voll auf die Fresse gegeben, ne? Ich habe ja schon genug Herausforderungen. So, ja. Einmal umgedreht. Oh Gott. So, wir haben Angriff drin. Jetzt muss ich wieder warten, bis ich hier eine Chance habe. So, ja. So, den und warum kann ich das hin irgendwo ankommen und ne, geht nicht. Ist eine veränderte Art oder was? Kann man die nicht ankommen oder was? In Basisart, ich verstehe es nicht. Ja. Oh, 350.000, ey. Komm, schaffen wir. Wäre ein bisschen enttäuschend, wenn der finale Boss irgendwie schwächer wäre als der. Also für der finale Boss kann gar nicht stärker als das hier sein. Ich mal guck ich aber einer an. Auf. Was ist denn einer an? Der finale Boss nicht gerade so was drauf hat, dann stelle ich mir ihn jetzt nicht irgendwie stärker vor. Na komm. In boah, 17 Minuten. Ne? Okay, dann tun wir diesen Part hier auch. Einfach den Viecher widmen. Aua. Na, na. Ja, wohl. Na, komm her. Sentinel plus 1 habe ich übrigens auch noch bekommen. Muss gleich mal checken direkt, weil ich meine, das habe ich auch schon. So, müssen wir mal Angriff. Etwas andere Angriffe ein, dann setze ich schon wieder Drachenschwarm ein, sagte er, während er direkt wieder den gleichen Angriff einsetzt. Ja, komm her. Ich geh mal gleich. Ja. Oh mein Gott. Alter! Mein Gott, ey. Wie soll man denn auf so was reagieren, ey? Das ist ja menschlich gar nicht möglich. Na, oh, ich habe keine TP, geil. Junge, reg dich mal ab. Mehr Schnauze voll, so ist mir, so ist mir ein bisschen zu viel rum. Nein, nein, setz doch. Oh, jetzt hat der, nee, das ist so frustrierend. Ich tue ja vier Dinger warten, bis ich das Ding voll kriege, und dann kriege ich es nicht hin. Das ist so kacke. Wieso kann ich da nicht schon bei einsetzen, meine Mystikade?
Ich hasse das, wenn ich meine vier Dinger hier ansammle und dann kriege ich noch nicht mal die Mystikart hier irgendwie gebacken. Das ist so frustrierend, ey. Ja. Okay, halber Schaden wird sofort rausgenommen nach diesem Kampf. Ey. Das ist lächerlich, ey. Ja, unnötig lang gedauert, ey. Dabei war der Kampf noch nicht mal so schwierig, ey. Du ganz bestimmt nicht noch meine Ausrüstung entfernen. Mhm. Ein paar TP, aber ich will jetzt nicht am Ende des Kampfes hier noch extra einen anderen Aspekt einsetzen. Oh Gott, ich war in ihm drin. In die Fresse, wollte ich sagen. Also ausgewichen, das gibt's nicht. Ich hoffe, ich kriege nicht allzu viel Erfahrungspunkte, obwohl ich kann ja wieder halber Schaden und so einen packen. Ey. Das Einzige, was ich vermeide, ist, dass wir jetzt den finalen Boss irgendwie ja voll einfach erledigen. Ey. Das ist das, wo ich mich am meisten fürchte gerade. Wenn ich in meinem ersten Spiel durch auf den finalen Boss ja problemlos legen, steht da. Ich bin der Einzige, der irgendwie so eine Angst davor hat, dass sich um sowas Sorgen macht. Ja, ran. Und ja, oh, nein, okay, wollte schon sagen, er kriegt noch eine Kombo hier aus, ne? Pass auf, so und boom, zack, weg bist du. Ja, schon wieder. Bonus 11.800. Watt. Sehnlose Dämonen Klinge 2. Okay. Und wie eine Barriere. Ja. Verflucht, nicht schon wieder. Wir können diesen Blast ja nicht erlauben, das Schwert zu behalten. Wir müssen es uns so bald wie möglich zurückholen. Beruhig dich endlich. Es ist wieder eine Schwertform. Das heißt, mit jeder aktivierten Form wird der Golem wieder zum Leben erweckt. Damit hast du eine weitere Chance, das Schwert zurückzuerlangen. Du hast recht. Entschuldige bitte, suchen wir weiter. Was macht ihm zu schaffen? Er benimmt sich nicht wie der Erfling, den ich kenne. Es geht hier um mehr als nur darum, das Schwert zurückzubekommen. Hm? Vielleicht hat er es aus eigenen Gründen auf das Schwert abgesehen. Dieser Golem verwandelt sich jedes Mal in eine noch mächtigere Version seiner selbst. Wird er nicht schwieriger und schwieriger zu besiegen, je mehr Formen wir aktivieren? Mit dem Problem beschäftigen uns, wenn es soweit ist. Komm schon, holen wir erstmal Flynn ein. Sonst teleportiert er sich noch ohne uns ins nächste Gebiet. Das wollen wir nicht. So. Sentinel plus 1, ja. Daraus können wir uns bestimmt voll die geile Waffe oder so machen, ne, aus diesen Sachen. Ich jetzt mal an. So, ah, wir werden geheilt, Gott sei Dank. So. Wir haben kein Level bekommen. Gut. So, dann sehe ich euch wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn wir den ein weiteres Mal bekämpfen. Ja, wahrscheinlich wieder ein bisschen. Der ist wortwörtlich um 40 Punkte, 40, 60, 50 Punkte Stärke geworden. Ja, okay, der hat ein paar krassere Angriffe drauf gehabt, ne? Also, aber wenn er jetzt wieder stärker wird, ne? Dann ja, halber Schaden raus damit. Ja, voll dämlich. Er hat Gefühl, selbst mit irgendwie, selbst ohne halber Schaden mit der ganz schön stark sein. Ja, werden wir ja sehen beim nächsten Mal. Ne? Ich gehe auf jeden Fall schon mal zum nächsten Teil hin, was der zweite Teil hier sein wird. Ne? Tublizia, und dann gucken wir mal. Gut. Gut, sehen wir uns da. Ne? Also bis gleich.
So, wir sind jetzt im, ich weiß auch gar nicht mehr, ich bin einen Tag vorher hingegangen und ja, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo wir jetzt noch mal sind. Ich glaube, wir sind hier jetzt gerade, ne? Sehe ich gerade, wo ich auf der Karte bin? Das ist mal eine gute Frage, ne? Sehe ich irgendwo, wo ich gerade bin? Steuerung. Mein Gott. So, wo ist denn mein Zeichen, ne? Hier waren wir ja letztens, ne? Warte mal, wir sind hier hingegangen, denn das hat alles angefangen. Haben wir erstmal gekämpft, haben wir zweimal gekämpft, dann müssen wir ja eigentlich hier sein, ne? Warum werde ich auf der Karte nicht angezeigt? Was soll das? Hä? Nee, hier sind wir, ne? Warum werde ich hier nicht auf der Karte angezeigt? Kommt schon. War ich jetzt hier drin oder was? Egal, machen wir weiter. Prüfen wir diese Formel jetzt. Okay, hier ist die nächste Formel. Ich entschlüsse sie. Dann mal los. Es reicht nicht, das Schwert gefunden zu haben. Wir müssen jetzt wieder erlangen. Geschafft. Danke, Rita. Auf geht's. So, Kampf Nummer 3 von 4. Okay. Na gut, komm her. Diesmal ohne Viertel, halber Angriff und all sowas ausgerüstet. Bin jetzt da rein. Waren denn fertig. Mit unserem normalen Schaden. Na, ich muss nur hier meinen Ordner. Alles klar. Hm? Was war mit einer Welt? Es absorbiert weiter eher. Ich werde, wir müssen die letzte Formel aktivieren. Ja, dieses Schwert ist ein geringer kleiner Scheißer. Patty. Dann geben wir ihm, was er will, und finden die letzte Formel. Hey, warte mal einen Moment. Das muss aber beim zweiten Mal deutlich stärker, oder? Ja, und? Zwei weitere Formeln zu aktivieren, macht es gewiss nicht schwächer. Sollten wir es nicht einfach in Frieden lassen? Er hat nicht ganz Unrecht. Darf ich fragen, wo ihr starker Wunsch, das Schwert zurückerlangen, herkommt? Warum hast du ihn denn gesiezt? Es ist nicht nur ein Schwert, weißt du? Gewiss, wir haben es in Aktion erlebt. Ich glaube, wir wissen alle, dass es ihm eine Art legendäre Macht innewohnt. Ganz recht, das heißt, das Schwert besitzt immense Kraft, aber das ist nicht alles. Das Schwert wurde von den Rittern geheim gehalten, weil es nur ein wahrer Ritter führen darf. Weil nur ein wahrer Ritter es führen darf. Aha. So wurde zuletzt im großen Krieg eingesetzt und seither hat niemand es berührt. Es ging fast in der Geschichte verloren, wie du siehst. Wir könnten die Menschen eine so fantastische Waffe vergessen. Das ist absurd. Die Legende verstummen zu lassen, damit das Schwert sein Geheimnis und seine Macht bewahrt, zählt tatsächlich zu den schlaueren Dingen, die der Ritter getan haben. Ständig darüber zu reden, würde es ruinieren. Er hat recht. Wenn bekannt wäre, wie mächtig das Schwert ist, würde jeder versuchen wollen, es zu führen. Es ist genau andersrum. Das Schwert an sich verleiht keine Ehre. Es wird vielmehr von Ehrenhaften gewährt. Und daher können wir nicht erlauben, dass sich die Kunde davon verbreitet. Dann nimm du es. Hast du nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Es ist nur für einen wahren Ritter bestimmt. Und ich habe keine Ahnung, was ein wahrer Ritter ausmacht. Ich bin wahrscheinlich nicht ganz objektiv, aber ich finde, du bist schon da. Er will damit sagen, er will es zurückgeben, egal ob es ihm gehört oder nicht, stimmt's? Ich weiß nur, dass ich nicht zulassen kann, dass es in seinem jetzigen Zustand verbleibt. Es wird jemand erscheinen, der ihm würdig ist, das weiß ich. Daher werde ich... Ja, schon klar, also okay, packen wir es an. Wie bitte? Ich wusste, dass sowas kommt, deshalb muss ich die Bürde allein auf mich nehmen oder so ein Käse... Stimmt doch, oder? Du bist ein bisschen dramatisch, was das angeht. Juri. Jo, wir sind alle im selben Boot. Natürlich helfen wir. Wuff. Jawohl, wir kriegen das hin, solange wir alle zusammenarbeiten. Oh, sieh an, wem plötzlich ein Rückgrat gewachsen ist. Alles klar, lass uns die letzte Formel aktivieren. Geht klar. Also bin ich sozusagen umsonst hier hingekommen. Alles klar, also muss ich nur dreimal gegen den kämpfen, ne? Aber beim dritten Mal wird der absorbiert ja jetzt noch mal irgendwie Kraft, ne? Und das bedeutet, der wird wahrscheinlich noch mal doppelt so stark, oder? Und war der Level 55, wird der Level 65 sein oder so? Weil er ist ja immer 5 Level stärker geworden, ne? Also immer. Einmal, ich habe ja nur zweimal gegen den gekämpft. Also ja, dann heißt das, wo ich muss zur letzten Formel und dann kämpfen wir noch mal gegen den, ne? Anorganisch war das, ne? Ja, 55, der ist bestimmt Level 65 oder so. Gucken, wie viel stärker der wird. Bestimmt nerviger, so von den Moves und so, ne?
Ja, ich kann es kaum erwarten. Alles klar. Dann sehe ich euch in der letzten Formel dann anscheinend. Bis gleich. Alles klar. Wir sind an der letzten Formel. Los, lass sie aktivieren. Und jetzt hoffentlich kommt es auch zum Kampf. Also hoffentlich. Warum hoffentlich? Okay, Freunde, hier ist die letzte. Wollen wir es wirklich tun? In Ordnung. Merkwürdige Antwort. Und aktiviert. Alle guten Dinge sind drei. Hm? Das war aber das vierte. So ist es. Es wird Zeit, dass wir die Sache wenden und das Schwert zurückerlangen. Na gut, der ist jetzt bestimmt irre stark und macht mich jetzt. Tut mich jetzt vollkommen vernichten. Ne? So, da ist keine Dings jetzt dumm. Ich habe Patty ins Team genommen, weil keine Ahnung, einfach so und ja. Rein da. Gott. Das wird wehtun, glaube ich. Aber ich habe nicht mal halber Schaden drin. Ich mache jetzt mehr Schaden. Komm her. Da kommt er. Macht euch bereit. Heiliges Kanonenrohr. Was ist mit ihm passiert? Es scheint, hat er sich die Flügel des Schwerts ermächtigt. Dieser Wahnsinn endet jetzt. Ja, komm her. Weh, ich kann nichts Vernünftiges klauen. Musik ist wahrscheinlich voll episch, aber ich höre sie nicht so gut. So, Level 60, okay, der hat immer noch nur ein Level. Der ist immer noch, so weiß ich nicht, 60, 80 Punkte nur stärker geworden. So, lass sie erstmal klauen. Okay. So, komm her. Ich muss was von dir klauen, wenn es geht. Heilige Reicher plus 1, den habe ich auch schon. So, Galtraub, los, klau Geld. 4500, alles klar. Okay, jetzt können wir dich fertig machen. Okay, der sieht jetzt nicht so sehr viel stärker aus als die letzte Form, wenn ich ehrlich bin. Der zappelt immer noch ein bisschen herum. Patty ist im Dings, alles klar. Das hat einfach ein bisschen Schaden ein. Boom. Und das mal was Neues sehen. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Ich glaube, das ist neu. Das ist definitiv nicht neu. Aber das hat Schaden gemacht. Da finde ich gut, dass Patty irgendwie so Fähigkeiten hat, womit sie ins Überlimit geht. Macht es ein bisschen einfacher, ihre mystische Art und so einzusetzen. Ja. Trotzdem irgendwie nicht stärker. Ja, und wahrscheinlich doch im letzten Moment irgendwie ja, voll rein. Hat jetzt eine mystische Art oder irgendwie sowas, ne? Also auch. War gut gemacht. Ich hab's verpasst. Nur Limit 1 für alle Freunde, okay. Ich habe meinen auch eingesetzt. Ja, voll daneben. Mein Patty ist ganz schön praktisch hier für diese ganzen Effekte. Die ganzen Überlimit-Effekte. Finde ich. Könnte man so ketten. 56 Treffer. Oh. Stimmt, ich glaube, Juri hat jetzt auch irgendwie so Fähigkeiten. Wo, wenn er weiß ich nicht. 20 Treffer oder so macht, dann kommt er ins erste Überlimit und so. So was ähnliches gab es, glaube ich, auch in Tales of Graces, ne? Da konntest du, weiß ich, deine mystische Art einsetzen. Wenn du irgendwie 20 oder 25 Treffer gemacht hast, und deine zweite bei 50 und deine dritte bei 75. Das war eine gute Idee. Was sollte es hier geben? Weil jeder Charakter hat ja nur eine Überlimit oder so. In kritischer Form. Ah. Okay, ich wünschte, ich wäre noch in der kritischen Form jetzt. Alter, ist gut. Ist gut. Alter. Ist hier auf einmal los. Hm,
Was? Ich kann direkt noch einen einsetzen. Oh, Repeater hat gar keine Dings. Keine, ich will mal in der kritischen Form gehen und dann überlebt einsetzen. Ich glaube, man hat nämlich mehr Auswahlmöglichkeiten ja so an Sachen. Diesen Rad. Wenn sie in der kritischen Form ist. Na, guck mal. Noch viel mehr jetzt. Mew! Ich habe Mew gesehen, was? So, was ist das hier? Was ist du denn? Hat er überhaupt nicht getroffen? Was? Etwas gar nicht getroffen. Was war das denn? 3, 4, 5. Oh, sehr gut gemacht, Fetti. Den Sorbet hergestellt. Okay, gerade ist ein bisschen, weiß ich nicht, als den Bach runtergegangen. Aber Gott, Stell, kannst du uns beteiligen? Nee, großer Wagen. Okay. Aber er hat gesehen, Fetti hat irgendwie viel mehr, keine Ahnung, Felder gehabt in der kritischen Form. Da sollte man am besten den Mystgard einsetzen, wenn man in der kritischen Form ist. Ich will merken, ich habe Mew gesehen von Tales of the Abyss. Ist das der Teil, der direkt vor diesem Spiel kam? Also kommen ganz schön viele Anspielungen an Tales of the Abyss. Allein schon diese Gentleman-Viecher, die so irgendwie aussehen wie Mew oder Tier. Da ist der Teil, der direkt hier vorkam, oder? Kann das sein? Ich weiß, dass Tales of Graces nach diesem Teil kam. Und die anderen Reihenfolgen, die weiß ich leider nicht so. Oder von Sternstuppe. Das ist eine Rakete. Und Patty ist weg. Wenn schon treffen irgendwie. Was zum? Patty ist wie so ein Engel hinabgestiegen. Habt ihr das gesehen? Aber was war dieser? Das eine Ding, was bei ihrer mystischen Art auftaucht. Ich habe es gehört, führt sonst war bestimmt auch irgendwie eine Anspielung an irgendwas. Soll ich heilen uns mal? Ich glaube, das wird wehtun jetzt. Oh gut, macht das hell. Dafür, dass wir 10 Level höher sind, ist der doch noch ganz schön happy, finde ich. Ich meine, könnte noch schwieriger sein, aber trotzdem, wenn ich hier mit Level 60 reingegangen wäre, hätte ich bestimmt voll auf die Fresse bekommen. Bonk. Ich umgeworfen. Komm, in die Phrase. Heiliger Recher plus 1 haben wir bekommen, ne? Habe ich doch, glaube ich, auch schon. Mir ziemlich sicher. Ich glaub, auf jeden Fall irgendeine Art von Heiliger Recher. Bonk. Eine Ananas-Gummi ein. Ja, Repeat kann irgendwie Items einsetzen ohne und in der Abklingzeit halt noch, weiß ich nicht, 5 Sekunden oder so warten muss, bis ich wieder ein Item einsetzen kann. Gott, ich brauche Heilung. Danke, Sel. Der Blöde ist, wenn er einmal irgendwie anfängt mit seinen ganzen Angriffen, du kommst nicht mehr an den heran irgendwie. Der Gute ist aber, wenn ich den angreife, dann reagiert er auch. Einige Bosse greifst du manchmal an, die überhaupt nicht sich, weiß ich nicht, angeschlagen fühlen. Aber der hat irgendwie gar nicht so was, außer wenn er natürlich im Übernehmen ist. Donk, 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 donk. Eine mystische Art von Patty kriegen wir vielleicht noch hin. Jetzt will ich natürlich irgendwie sehen, was passiert bei jedem einzelnen Dingen. Jeden einzelnen Feld. Bestimmt so, weil nicht 10 verschiedene Sachen oder so. Aua.
Auf damit. Pass auf. Dann soll ich die TP ausgehen, ne? Ich glaube, Patty tut hier ein paar Mal ein Sorbet kochen. Mitten im Kampf. Wie lange hat da, bis du auf Level 4 kommst, ne? Mit dem Überlimit. Level 1 kommt irgendwie voll einfach. Ja, macht Sinn vielleicht, ne? Oh Gott. Das ist ja wieder im Angriff drin, ne? Jetzt muss ich ja. So. Patty, du bist in der normalen Form, das geht nicht. Geschickform. Ich glaube, die kritische Form, die kann man gar nicht so wahrscheinlich irgendwie triggern, ne? Gott, ja, super. So, ich brauche die kritische Form, wenn es geht. Da macht sie noch alle ihre Dingen, alle ihre TP. Ja, da war's mit Flynn. Also bin ich 5 Minuten von dem mal weg, ne? Verreckt er sofort. So, bin jetzt vielleicht ein bisschen nervig hier. Na, ja, kritische Form, gut. Oh, na ja. Ich mach das so früh wie möglich einfach. Boom. So, gib mir mal Mew. Ich will Mew sehen. Oh, da ist ein Anker, ein Piratenzeichen, cool. Schon was Gutes. Oh, hi. Geil. Das ist ja dieser eine Typ hier von ihrer Crew. War ja nicht tot? Der sah ein bisschen lebendig aus. Sah der überhaupt aus? Ne, da war doch dieses eine Monster, ne? Ich nehme an, so sah der vorher aus, ne? Er hat jedenfalls Cypher gesagt. War doch dieser Typ von der Crew. Dieses Monsterviech. Gott, oh Gott. So. Mal 2 neue Art. Mystische Art gesehen. Hast du auch was? Also eine hat man noch nicht gesehen vorher, ne? Ja. Ja. Nichts passiert. Was? Niemand kam. Ja. Haben wir nicht leicht, wir haben nicht leicht. Stell dir mal vor, wenn ich hier reingegangen bin, wäre mit halber Schaden, ey. Das wäre ein absoluter Albtraum gewesen. So, kann man das einen Power machen oder so? Wenn ich was von dem Boss halten soll. Ich finde das irgendwie merkwürdig, ich hatte irgendwie so komisch hier. Rumzappelt hier die ganze Zeit. Das ist echt lustig oder so. Sieht auch nicht realistisch aus. Ich weiß, das ist ein merkwürdige Sache, worauf man sich fokussieren sollte, aber ja. Gut. Wieder genauso viel Erfahrungspunkte in LP. Seelenlose Dämonklinge 3. Kann ich mir jetzt daraus was herstellen? Hat er aufgehört, sich zu bewegen? Haben wir ihn besiegt? Ist komplett deaktiviert. Es scheint, wurde der Isabelle ja aufgestellt, um die Fertigkeit von Waffen zu absolvieren und sie direkt in das Schwert zu leiten. Wow, es hat also die Fertigkeit von jeden einzelnen Waffen hier absorbiert. Donnerwetter, und das ist ein ordentlicher Haufen Waffen. Wie auch immer sich das ausgedacht hat, wollte ein Schwert für die Ewigkeit. Ein Schwert für die Ewigkeit, so wie etwa dein Nomus. Der ganze Plan klingt verdächtig nach Alexei, meint ihr nicht? Ich meine, warum er gefälschtes Deinomus herstellen und das Experiment? Was, wenn das gefälschte Deinomus einfach Teil der ganzen Sache war? Du meinst also, Alexei hatte auch dieses Schwert gestohlen? Ich glaube, wir sind etwas vorschnell. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwas davon zu bestätigen. Nun, Alexei oder nicht, wer immer dieses Ding entwickelt hat, ist definitiv gestört. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass dieses Blast ja nicht mehr funktioniert. Sie wird also alle Fertigkeiten, die sie absorbiert hat, freisetzen. Das bedeutet, wir kriegen jetzt das Schwert, ne? Ja, ich hätte dieses Schwert für die Ewigkeit gern gesehen. Nee, hättest du nicht. Das wäre fürchterlich. Außerdem ist dieses Schwert so schön mächtig genug.
Allerdings, ich kann seine immense Macht von hier aus spüren. Es fällt mir ein gefährlicher Nervenkitzel. Mein Gott, das Ding passt aber richtig gut zu deiner Rüstung. Komm. Wir sind den ganzen Weg hergekommen, um es zu befreien. Willst du jetzt wirklich darauf verzichten? Es fühlt sich so an, als hätte mich das Schwert den ganzen Kampf über gefragt, was ein wahrer Ritter ausmacht. Ich bin der Antwort nicht näher als vorher, aber ich bin dankbar, überhaupt gefragt worden zu sein. Für einen Jungschwund bist du ziemlich verklemmt. Vielleicht haben sich die Erschaffer des Schwerts und seine vorherigen Besitzer nur getestet, Flynn. Oh ja, das klingt gut. Das ist fast romantisch. Hm, nicht schon wieder dieses mystische Hokuspokus. Aber warte mal, wir können es nicht einfach diesen Rittern übergeben, die wir getroffen haben, oder? Das sind keine kaiserlichen Ritter mehr. Es steht ihnen nicht zu. Ich sehe darin kein Problem, solange wir Blick haben, wo es sich befindet. Ich finde nicht, dass man unbedingt zu den Rittern gehören muss, um im wahrsten Sinne ein Ritter zu sein. Sie können es haben. Klingt logisch. Dann bringen wir es ihnen und lassen die Sache hinter uns. Ja. Willst du mir auch gerne, weiß ich nicht, mit dem Finger irgendwo zeigen, wo genau die Nummer waren? Die waren in einer dieser Hafenstädte, glaube ich, ne? Egal, ein barmherziger Mann. Oh, wird sogar angesprochen. So. Den habe ich nicht. Heiliger Rächer plus 1. Doch. Hat wahrscheinlich irgendjemand ausgerüstet, ne? Da. Oh mein Gott. Nur so aus. Ne. Oh, ist ganz knapp stärker. Berserkerherz. Und Yuri hat sowieso noch stärkeres, ne? Okay, er ist jetzt hier, das hier am. Ich glaube, das war sogar stärker als. Ne, ich glaube, dieser andere war ein ganz klein bisschen stärker. Ja, wie heißt der nochmal? Letztes Gefecht hier. So ein ganz klein bisschen. Und Ruhm. Ruhm ist beste Fähigkeit. Also, ja. Taucht nie vielleicht hier irgendwie so auf. So, ja, ihr könnt das Schwert haben oder so. Darauf läuft es doch sowieso irgendwie hinaus. Wir kriegen das Schwert am Ende, ne? Ja, voll kacke irgendwie, wenn wir jetzt den ganzen Mist gemacht hätten und wir kriegen nicht am Ende das Schwert oder so, ne? Na gut, dann muss ich erstmal wieder hier rausrennen. Das ist irgendwie ein nerviges Teil immer hier, dass ich ja nicht irgendwie so einen Teleporter habe, der mich dann rausbringt. Ich muss immer direkt hier zurücklaufen. Und ja. Muss ich halt erstmal zu so einer Hafenstadt da gehen. Kaponor, Torim, wie auch immer. Ja, gut. Dann sehen wir uns, wenn ich diese beiden Ritter getroffen habe, wieder. Bis gleich. Alles klar, ich bin gerade am Ausgang gekommen und da hat ein Gespräch begonnen. Also ja, richtig. Dann ist das einzige Problem herauszufinden, wohin Hiska und Chestel gegangen sind. Du hast gerufen? Ah, perfekt. Muss ich nicht noch extra zur irgendeine Stadt rennen. Hiska, was machst du hier? Und die andere auch. Warum hast du nur die eine begrüßt? Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr auf dem Weg hierher seid. Dann dachten wir uns, vielleicht habt ihr eine Spur vom Schwert des Gebets gefunden. Zum Schwert des Gebets. Wir haben mehr als das gefunden. Wir haben das Schwert entdeckt. Wir haben alle zusammengearbeitet, um es zurückzubekommen. Möge es bei euch sicher und geschützt sein, bis ihr den wahren Ritter findet. Wie erscheint, haben wir das bereits. Du sollst es behalten, Flynn. Was? Nein, ich habe es nur. Es ist für seine Macht, wird dir auf deiner Reise gewiss nützlich sein. Aber was ist mit dem wahren Ritter? Mein lieber Flynn,
unseren Reisen haben wir unzählige Geschichten von deinem Mut und deiner Tapferkeit im Dienste anderer gehört. Ihr Schwert ist mehr als ein zeremonieller Klimbim. Es wäre töricht, es so lange zu verstecken. Es ist nur angemessen, dass jemand mit seiner Stärke und Demut es führt. Wir haben keinerlei Bedenken, es dir anzuvertrauen. Aber Hiska, ich weiß nicht. Zermattere nicht zu sehr den Kopf darüber, Flynn. Der Captain der Ritter sollte das Schwert der Ritter führen, oder? Das ist einfach naheliegend. Du kannst es immer noch zurückgeben, wenn unsere Reise zu Ende ist. Du schon wieder, bei dir klingt das alles so einfach. Schon gut, Flynn, du bist ja des Schwerts würdig. Ich würde sogar sagen, deine ganze Truppe ist des Schwerts würdig. Verstanden, ich werde es mit meinem Leben bewachen. Boah, wer hätte das gedacht, wir kriegen das Schwert doch. Huh. Auf dass du deine Wachsamkeit nie verlierst, denn wenn du von deinem Pfad abweichst, werden wir das Schwert fordern. Ah, mach dich keine Sorgen, er ist ein prima Kerl. Hey, ich glaube, du hast recht. Nun denn, wir sollten unsere Wege gehen. Führe das Schwert mit Stolz, Flynn. Wir glauben an dich. Natürlich, hab Dank und leb wohl. Was spricht dich aus? War das von Anfang an ihr Plan? Schwer zu sagen. Ist das überhaupt wichtig? Nicht für mich. Unsere eigentliche Prüfung liegt noch vor uns. Ich schwöre hiermit auf dieses Schwert, dass ich die Ritter zum Sieg führen werde. Ich werde die Welt, die ich in meinen Träumen sah, wirklich Wirklichkeit werden lassen. So. Schwert des Gebets. Rakqueran. Das heißt, eins verwandelte sich eine betende Göttin in dieses Schwert, um die Welt zu retten. No. Alles klar. Warum hat sich das Wetter jetzt so ein bisschen geändert? Warum ist denn jetzt dunkler geworden? Alles klar. Wer hätte gedacht, wir kriegen das Schwert am Ende. Wow. Was eine Überraschung. So, du bist jetzt hoffentlich besser als alles andere. Ich glaube, das ist sogar der Fall. Wer nach K.O. mit vollen KP wiederbelebt, unabhängig von der Wiederbelebungsmethode. Das ist mal krass. Ich meine, es gibt bessere Fähigkeiten, aber keine Ahnung. Diese Fähigkeiten setzen irgendwie voraus, dass ich mit Flynn oft sterbe, aber. Aber hey, ne? Was habe ich hier? Gegen alle negativen Status. Ich meine, das ist auch nicht so das Non plus Ultra. So. Warum kriegst du so? Ach, das gibt Verteidigung, deswegen, okay. Gut, haben wir ein neues cooles Schwert für Flynn, was ich finde, passt voll zu seiner, zu seinem Outfit. Sieht man hier das Schwert? Nee, schade. Passt da drinne. Oder kommt das mit dem Kostüm irgendwie? Ja, ich glaube schon. Angriffsattribut Licht. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, der jetzt ein Angriffsattribut da drin hat. Sie auch. Als jetzt schon fast irgendwie darauf, dass ich vielleicht mit dem irgendwie magisch kämpfen sollte oder so. So, was mich aber noch wundert, ist diese Fragmente, die ich bekommen habe. Wo sind sie? Da, seelenlose Dämonenklinge. Sie ist immer noch so scharf, also pass auf. Auch wenn sie zerbrochen ist, strahlt sie ein unheimliches Leuchten aus. Ein gefährliches Schwert. Ich gehe jetzt mal irgendwo hin. Wo muss ich denn als nächstes hin? So, ich bin jetzt hier überall hingegangen. Fehlt eigentlich nur noch der Ort und im Jahr so war ich, glaube ich, noch nicht. Und da gehe ich dann später hin, um zu gucken, was man hier machen kann und so. Aber wo gehe ich denn jetzt kurz hin für einen Shop? Hier. Mir ist außerdem letztens jetzt aufgefallen, hier seht ihr wieder. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen, hier dieser Ring hier drum, ne? Das sieht aus wie eine Thermalquelle. So ein typisches Zeichen für eine Thermalquelle. Ist mir letztens jetzt aufgefallen, weil ich gehe mal hier hin, wenn ich irgendwie mich aufstocke, weil ja der Shop ist direkt hier um die Ecke. Und ja. So, ich kann aber bestimmt irgendwie noch ein Schwert aus diesen Dingern machen, ne? Pass auf. Irgendwas hier, komm. Nein, Flügel. Ich baue übrigens immer noch Flügelfächer. Ich habe keine Ahnung, wo ich die herkriege. Das hat, weil das ist die einzige Waffe, die mir noch fehlt hier. Kann ich hier irgendwas machen? Okay, da wird da wohl irgendwie einen Grund haben, dass ich diese Dinger bekommen habe. Diese
Diese Dämonen klingen, ja. Schwerttänzer, versunkene Grotte. Ich habe auch noch jeden Kampf eine bekommen, also war jetzt irgendwie nicht verpassbar oder so, ne? Also nein. Keine Ahnung, wofür die da sind. Ich werde das wahrscheinlich nur herausfinden, nehme ich an, hoffentlich, ne? Gut, ich weiß jetzt nicht, wie lang der Part jetzt insgesamt ist, aber ich will ja eigentlich nichts anderes machen, außer jetzt hier den Schwerttänzer. Das waren 31 Minuten. Wir sind jetzt, da war der dritte Kampf. Ja, okay, das wird alles ein Part. Gut, dann würde ich den Part hier beenden und dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn ich die restlichen paar Orte hier noch kurz erkunde. Ja, ich brauche eigentlich, ich werde noch mal hier reingehen, weil hier haben wir ja mal zu einem Punkt irgendwie weil ich da gab, da, hier gibt es da so Teleporter und ich habe mich mal irgendwie einmal von, weiß ich nicht, Ebene 6 zu Ebene 10 oder irgendwie so teleportieren. Ich will mal gucken, ob es dazwischen irgendwie irgendwelche Schätze gibt oder so. Also ja. Dann hätten wir mit den Verließen schon mal alles abgeschlossen, bin ich schon mal überall reingegangen. Dann in Myoso und Aonion, Jumanjo, Namkubanda, das sind die ganzen Orte, die ich noch nicht abgecheckt habe. So, ich glaube, Jormungandr war ich schon, ja, da war ich schon im Jahr, so ich weiß nicht. Jedenfalls, diese Orte werde ich noch alle besuchen auf Screen und dann, wenn irgendwas passiert, dann schalte ich euch natürlich wieder rein. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.